Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest. Und zwar heute haben wir mal ein alkoholfreies hier am Start und zwar das Freiberger 0,0% Umdrehungen aus Sachsen. Und zwar ja, Freiberger Brauhaus GmbH aus Freiberg. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen und Hopfenextrakt ist drin. Mitgenommen habe ich es aus dem Kaufland und tatsächlich kennen wir das noch nicht. Scheint also schon ein bisschen was Neueres zu sein. Und hier oben Kapsel, Hupswusse, schaut so aus, scheint scharf. Ja, die Ausleuchtung ist heute ein bisschen anders wieder, aber ich hoffe mal, das klappt. So, dann wollen wir mal aufmachen. Trinktemperatur etwa, ja, ich sag mal 6 Grad sollten wir erreicht haben im Kühlschrank. Ihr seht es hier, das perlt hier schön ab. So, dann schenken wir mal ein hier. So. Ja, sieht doch ganz ordentlich aus. Also, ich zeige euch noch mal kurz das Etikett. So sieht das aus. Ja, schön im Blau gehalten, also typisch für alkoholfreie. Und so schaut das Ganze im Glas aus. Ja, 2 Fingerbreite Blume kriegen wir hin. Schneeweiß das Ganze, fein bis mittelporig, würde ich sagen. Filtriert. Und ja, hat auch eine gewisse Tiefe, ne? Sieht schon ganz gut aus. Klassisches Getreidegold. Und Karbonisierung hält sich erstaunlicherweise in Grenzen. Ja, Freunde, wenn das da so aussieht, weiß ich nicht. Also Schaum bleibt an der Glaswand haften. Ich würde, ja, Optik, Ästhetik, komm, gebe ich 4 von 5 Punkten. Ist soweit erstmal solide, ist ein guter Durchschnitt, sage ich mal. Ne? Also sieht doch schon ganz ansprechend aus. So, jetzt müssen wir mal anschnuppern, mal sehen, was das Bouquet so hergibt. Oh je. Ziemlich getreidig. Bisschen arg getreidig, so, aber so eher so ein stumpfes Getreide. Sehr vordergründig. Naja, und dann hast du wieder so eine, ja, ich sag mal so, ja, so leicht beißende Aromen, finde ich. Also die sind so sehr streng, sehr würzig. Würzig, pikant, beißend. So in diese Richtung geht es rein. Ist eigentlich ungewöhnlich bei einem alkoholfreien, weil die ja normalerweise mal ein bisschen lieblicher sind, also auch vom Bouquet her. Aber hier, ja, schon ziemlich würzig, so vom Getreidekörper her, ne? So, und nun müssen wir probieren, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh Gott. Oh weia, hatten wir schon mal Freiberger Biere gehabt? Oh Gott, Hilfe. Ja, also das ist, ich sollte mich nicht täuschen, so wie das Bouquet tatsächlich duftet, so schmeckt es dann auch. Also es ist ein sehr, sehr getreidiger Antrunk. Ist weniger süß tatsächlich, weniger lieblich, was mich jetzt überrascht. Hier geht es genau in die andere Richtung rein und das ist schon fast ein bisschen erschreckend, finde ich. Also das ist so. Also auf Pilzbierfundament steht das garantiert nicht. Ich würde jetzt schon fast tippen, dass das eher so in diese Exportrichtung reingeht. Von der Würze zumindest her, aber nicht von der Lieblichkeit. Spritzigkeit ist auch nicht vorhanden. Das trinkst du im Prinzip so weg, ist also recht süffig. Und ja, hat so leicht saure, also in der Textur nach hinten raus, recht saure Komponenten, die mir jetzt auch nicht sonderlich gut schmecken. Ich weiß jetzt nicht genau, was es gekostet hat, aber ich sag mal so, ich würde es mir nicht ein zweites Mal kaufen. Also da haben wir schon alkoholfreie getrunken, die wesentlich schmackhafter waren, finde ich persönlich. Aber wie immer, ist immer Geschmackssache, ist meine persönliche Meinung hier als Biersüffler. Und schmeckt mir nicht wirklich. Also da gibt es bessere irgendwie, da wo noch ein bisschen mehr, ja, Fruchtigkeit drin ist oder Lieblichkeit oder irgendwas Originelles. Hier sind genau die Sachen drin, die ich eben nicht so mag. Es ist so dieses Saure im Profil nach hinten raus. Und vorne halt so ein eher unlieblicher Malzkörper, der für meine Verhältnisse ein bisschen zu aufgesetzt schmeckt. Ja, schade. Jetzt müssen wir es noch bewerten. Trinken kann man es zweifelsfrei. Einen Punkt Abzug gebe ich auf jeden Fall noch für den Erfrischungsfaktor, weil es mir nicht spritzig genug ist. Fehlt die Erfrischung. Deswegen, ich sag mal so, ich gebe auf Untappd würde ich 2,5 geben. Da wir ja hier keine Zwischenschritte machen, gebe ich hier 3 von 5/6 möglichen Punkten. Für das Freiberger 0,0%. Ja, und das war es auch schon gewesen mit diesem Biertest. Bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.